Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyblock. Ja, letztens haben wir gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Ich habe jetzt inzwischen da ein bisschen durchgesiebt. Ich habe, glaube ich, das haben wir letztens noch nicht gehabt, genau das Heavy Oak Seed gemacht und hier ein bisschen Eisen gecraftet, beziehungsweise gebrannt. Und zwar können wir uns jetzt unseren Eimer bauen. Hier habe ich noch ein paar Jabba Barrels gebaut und ein bisschen gefarmt, dass wir halt jetzt einmal ein bisschen was auf der Kante hatten. Weg hier, weg hier. Und ja, wir werden heute mal was Kleines bauen, was für so Skyblock-Geschichten immer recht wichtig ist. Und zwar einen Cobblestone-Generator. Das Eisen brauche ich. Man kann keinen Eimer craften. Hätte ich vorher schauen sollen. Wie craftet man dann einen Eimer? Echt jetzt? Kann ich jetzt? Das ändert schon wieder. Hohoho, Abfüller. Oh, ja, ich habe keinen Eimer. Ah Gott, warum? Warum denn nur? Man könnte so Kapseln machen. Aber das bringt. Kann ich damit setzen? Ich weiß gar nicht. Das ändert schon wieder alles. Ich habe keinen Abfüller. Ich will kein Obsidian herstellen. Haha. Das ist natürlich jetzt wieder eine interessante Sache. Der war doch von Tinkers. Gibt's vielleicht deswegen die Lava? Das könnte fast sein, ha? Weil eine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, gibt's eine andere? Ich werde jetzt. Wollte ich eigentlich nicht, aber. Ich werde die Lava jetzt verwenden und dafür dann unseren Crucible zerstören. Gibt es eine Möglichkeit, um Lava mal überlegen? Gibt es eine Möglichkeit, Lava zu transportieren? Hier gibt es 100 verschiedene, aber wie? Ich weiß nicht, ob ich es mit der eben mit diesen Büchse. Kann ich mit denen setzen? Das ist die Frage. Aber ob wir jetzt so viel ziehen haben, ne? Interessant wäre es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob wir so viel ziehen haben. Das bezweifle ich. Doch. Probieren wir das mal aus. Würde mich jetzt interessieren. Verschwenden wir vielleicht ein bisschen Zinn. Aber ist jetzt nicht so. Es geht sich nicht aus, ne? Eieiei. Es fehlt ein Zinn. Naja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ich werde jetzt mal ein bisschen probieren, vielleicht mit ein bisschen Jump Cuts zu arbeiten. Ich sag's jetzt noch an, aber ich werde mal schauen, ob ich da ein bisschen das ein bisschen alles beschleunigen kann. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, ging natürlich nicht. War mir irgendwie klar, ich wollte es halt irgendwie doch mal probieren. Ich denke aber fast, dass es deswegen hier diese Lava und das Wasser gibt, das. Irgendwie, man kann es sonst, glaube ich, nicht verwenden. Wie gesagt, wenn es wer von euch weiß, könnt ihr mir es gerne sagen. Dann werden wir da irgendwie schauen, dass wir da die Lava hier wegschmeißen. Oder, jetzt wollte ich da noch ein bisschen Stein holen. Und, ja, hätte ich mir nicht gedacht, dass es hier doch so aufwendig ist. Aber ja, macht ja nichts. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Stein, dass wir uns auch den Cobblestone-Generator bauen können. Ich frage mich nur eins. Na okay, es geht eigentlich. Cobblestone-Generator hilft eigentlich nur, dass man Schnee geht. Also das heißt, wenn wir jetzt
Mist bauen, dann ist das weg, die Lava, ne? Und dann haben wir halt Obsidian da. Ich meine, ja, kann man auch verwenden. Wo bauen wir denn das jetzt hin? Dass uns da nicht die ganze Bude abbrennt. Irgendwo hier in der Nähe vielleicht. Noch ein paar welche, ein paar Slabs. Ist schon ewig her, dass ich einen klassischen Cobblestone-Generator gebaut habe. Es wird dann eh nachher hier noch umgebaut und ein anderes Haus und was weiß ich. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier da mal Platz schaffen. So. Und dass uns hier nichts abbrennt, das ist vor allem wichtig. Gut, dann bauen wir den mal. Bauen wir den gleich da dran. Ja, eins da nach hinten. Auch noch ein paar Slappity Slaps. So. Gut. Dann werden wir da mal eine kleine Plattform bauen. So. So hat eh einer zu viel. Ja, der war auch zu viel. Wir haben keine Spitzhacke. Kommt man eigentlich. Ui. Theoretisch. Ich glaube aber da. Ah, da bauen wir. Ja, ist ja wurscht. Bauen wir da auf. Boah. Bauen wir das sicherheitshalber. Machen wir das so. Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht runterfällt. Ich traue dem Ganzen nämlich nicht so. Mal, ich habe ein bisschen safe drinnen. Wenn wirklich irgendwann mal was schief geht. Hoffe ich zumindest. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht's los. Der Wasserblock. Und der Lavablock. Test. Perfekt. Funktioniert besser als gedacht. Na gut, das funktioniert schon mal. Haben wir schon mal unseren kleinen Cobblestone-Generator. Die Lava gehört in dem. Vergleichbar ist halt die Lava nicht so schön wie das Wasser. Gut, jetzt werden wir uns noch eine Spitzhacke craften. Haben wir. Sehr gut. Haben wir nicht. Einmal, zweimal. Ich weiß gar nicht, wie viel noch hätten. Ah, hätten wir noch ein paar gehabt. Spitzhackenkopf und das kleine Binding. Ach, Mama. Machen wir uns einfach die Kiste. Blub. So. Ich werde aber jetzt nicht, wie gesagt, hier jetzt immer in der Aufnahme stehen und hier Cobblestone kloppen. Das wird jetzt immer so entweder in kleinen Cuts kommen. Oder ich beende die Folge da oder wie was wann. Also da werden wir jetzt nicht. Da braucht ihr mir jetzt nicht zuschauen, wie ich jetzt hier 100 Tage Cobblestone verhau. So, dich brauche ich. Du kommst daher. Gut. Das da. Kann das weg. Boom. Eigentlich, wenn wir schon dabei sind und wir noch ein bisschen Material über haben, machen wir gleich noch eins. Ich mache das immer ganz gern, weil wir durch die Verbindung quasi, also durch, wie heißt es eigentlich? Ich denke immer nur die englische Ding. Werkzeugsbindungsschablone, okay. Den kann man hier gar nicht. Holz, ja, dann machen wir noch Stein. Weil wir eben hier eine Holzscherbe noch. Ah, Holzscherbe, eine Steinscherbe bekommen und da können wir uns nochmal den Werkzeuggriff machen. Deswegen machen wir das immer gleich nicht so. So. Zuerst Kopf. Okay. Gut, jetzt können wir den Cobblestone dann direkt abbauen. Das funktioniert echt gut. Oh, warum geht das jetzt so schnell?
Jetzt wieder nicht. Man muss echt aufpassen, dass mir nichts kaputt macht. Das Ausnutzen hier. Gut, das war jetzt schon mal ein richtig weiter Fortschritt. Haben wir hier. Den will ich gar nicht abbauen. Lumber-Ex wäre cool. Mal ein bisschen gucken, wie weit wir da in Tinkers weiterkommen. Okay. Verdichtete. Wenn's weiter nichts ist. Immersive Engineering. Heißt also hier. Heißt also unser Freund hier. Handbuch für Ingenieure. Gut, da brauchen wir jetzt mal ein paar Sachen. Und zwar einen Hebel. Und ein Stick. Boom. Zack. Und ein Buch. Ein Buch, haha, okay. Okay, ich habe, okay. Jetzt habe ich fünfmal okay gesagt. Wir werden ein paar andere Sachen. Da noch ein bisschen vorantreiben hier. Und zwar werden wir mal das Feld vorbereiten. Jetzt habe ich schon gesagt, Feld. Agricraft. Zack. Sinkt eigentlich. Ja. Wir haben eigentlich echt Glück hier. So viele Setzlinge. Können wir ein paar verschwenden hier. Wo war denn das Feld hin? Das Feld. Wenn wir mit der Baumfarm. Warum habe ich das jetzt? Achso, ich wollte Sand holen. Haben wir Sugarcane Seeds? Haben wir. Brauchen wir aber Wasser dazu. Wir werden hier jetzt gleich so ein Kombinationsding bauen. Dass wir hier uns ein Buch craften können. Bis zum nächsten Mal. Da muss ich echt aufpassen. Noch haben wir nichts so Wertvolles an uns, dass wir wirklich aufpassen müssten. Also aufpassen ist sowieso immer gut. Hier ist eigentlich eh. Das kommt dann nachher weg. Deswegen so. Jetzt machen wir uns hier noch einen kleinen Weg herum. Ich finde cool, dass man hier nur einen Block abbaut. Ich weiß nicht, ob das irgendein spezieller Mod ist, der hier drauf ist. Auf jeden Fall praktisch. Hätte ich gerne im normalen Let's Play auch. Zum anderen Let's Play Minecraft wird. Entweder. Ich kann das leider echt manchmal nicht wirklich fix zusagen. Aber bei Minecraft kommt auf jeden Fall ein Infovideo auf YouTube. Entweder. Morgen oder Samstag oder morgen und Samstag. Wie gesagt, achtet drauf. Ich habe echt auch viel zu tun am Wochenende. Aber ich möchte unbedingt diese Woche den Livestream machen, damit wir da weitermachen können. Also Augen auf YouTube. Da wird was kommen. Wie viel? Mach mal. Puh, 4 Sand einmal. Tadam. Das rennt jetzt wieder nicht daher. Jetzt war einfach so her. Da muss da echt aufpassen. Nicht, dass ich mir das hier so verhau hier. Kann man die auch direkt gleich auf Crops bauen? Das müssen wir jetzt austesten. Das weiß ich selber nicht. So viel Zeug. Ich brauche mehr Kisten. Ich muss noch so ein Lager bauen oder so. Ja, kann man nicht jetzt. Oder war das nur wegen dem. Nein, okay. Da muss ich die so setzen. Dann haben wir den Zuckerrohr. Dann kann ich das hier setzen. Können wir gleich züchten. Sehr gut. Sehr gut.
Den werde ich auf jeden Fall vorbereiten. Da werden wir jetzt einmal beschleunigen. Ich würde noch gerne in dieses schöne Buch hineingucken. Wie viel haben wir noch? Ein bisschen Bone Meal haben wir noch. Ich würde gerne in dieses Buch gucken. Bam, 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 bam. So. Da waren wir jetzt dreimal, ne? Haben wir noch? Wir haben es. Ich muss aufbauen, dass ich in die Lava falle. Das sind lauter so neue Fallen, die wir hier. Sugarcane Seeds. Dann werden wir. Ach Gott. Die bauen wir später. Meine Güte. Wir werden das jetzt gleich so machen. Gut, dann setzen wir hier nochmal Crops. Da bauen wir noch einmal die Crops. Machen wir glatt. Schwuppdiwupp. Weil dann kann hier nochmal dazwischen nochmal was etwas wachsen. Und wir. Ich brauche mehr als ein Papier, ne? Ach Gott. Ah, ich krieg 3 Papier. Mhm. Leder. Leder. Kriegen wir das jetzt echt nur durch Mukulis? Buch? Hier. Buch. Okay. Nochmal Glück gehabt. Zu wenig Sticks, meine Güte. Kein Platz in diesem Inventar. Können wir da nicht. Ja. Gut. Wieder zu wenig. Dam, 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 dam. So. Gut, nochmal ein Buch. Können wir. Perfekt. Zack, Schalter, zack. Buch des Ingenieurs. Oh. Update News. Warum wird das? Es wird kleiner. Überblick über die Ressourcen. Okay, eigentlich möchte ich gleich mal hier so Werkzeug und Maschinen. Förderband. Es gibt jetzt schon coole Sachen. Wir brauchen, was brauchen wir für den Eimer? Wäre nämlich so eine kleine Sicherheitsding, dass wir das haben. Metallpresse. Das ist sicher. Eine Railgun. Wir könnten uns eine Railgun bauen. Aha. Ja. Zwei Förderbänder. Okay. Ist das ein Pisten? 3 Stahlgerüst, 1 Kolben, 2 Förderbänder und ein schwerer Maschine. Super, das hört sich ja alles schon sehr toll an. Stahlgerüst. Ich wollte nochmal Stahl. Okay, da brauchen wir vorher den Blast Furnace. Allein natürlich dieser schwere Maschine. Oh. Hübsch. Also, wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Okay. Oh, schön. Gefällt mir. Was brauchen wir denn dafür? 27 Reinforced Blaze Bricks und ein Trichter. Hier. Brauchen wir. Echt jetzt? Hä? Stahl. Und wieder kommt der Punkt. Ich brauche Stahl. Habe ich gehört. Ja. Stahl. Aha. Induction Smelter. Jetzt ist so das große Suchen. Induction Smelter. Es gibt sicher so viel einfache Möglichkeiten jetzt schon. Dieses Immersive Engineering. Oh, da werden wir sicher auf jeden Fall noch viel Zeit damit verschwenden, wollte ich schon sagen. Ich werde bis zur nächsten Folge
ein bisschen noch Ressourcen sammeln. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall mal Agricraft angehen. Das werden wir dann mal tun, bis wir halt die Ressourcen zusammen haben. Das wird jetzt alles hier ein bisschen dauern. Und ja, dann sage ich euch mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!